Ich möchte dir gerne den zweiten Band meiner Buchserie über die sieben Feste der Bibel vorstellen, und zwar Matzot. Du kennst den Begriff Matzen, das ist ungesäuertes Brot, und Matzot ist tatsächlich das Fest der ungesäuerten Brote, was direkt im Anschluss an das Passafest stattfindet. Weißt du, Sauerteig ist in der gesamten Bibel ein Bild für Sünde. Es ist ein Symbol für Sünde. Und ungesäuertes Brot ist etwas, was deutlich macht, hier muss die Sünde weggenommen werden. Als das Volk aus Ägypten auszog, konnte es nur ungesäuertes Brot mitnehmen. Das gesäuerte Brot blieb zurück. Das Brot konnte nicht durchsäuern. Das ist ein Bild dafür, wenn wir in ein Leben mit der Nachfolge mit Jesus beginnen, wenn wir in die Heiligung hineingehen, dann bleibt die Sünde, nämlich der Sauerteig, zurück. Es ist eine sehr interessante Symbolik, die darin verwoben ist, über dieses Gesäuerte und Ungesäuerte und was das für uns bedeutet und wie das im Leben eines Christen aussieht. Aber es gibt noch viel mehr, was da in diesem Fest beinhaltet ist. Beispielsweise ist es auch ein Fest, was von einer offenen Tür spricht. Zu Beginn des Festes zog das Volk Israel aus Ägypten aus, und zum Ende des Festes stand es vor dem Schilfmeer und da ging es nicht weiter. Durch ein Wunder Gottes öffnete sich das Meer und das Volk konnte hindurchgehen. Es war ein offener Weg, ein freier Weg, sowohl aus Ägypten heraus wie durch dieses Meer hindurch. Das greift interessanterweise auch das Neue Testament auf. Und zwar wird Petrus einmal gefangen genommen. Und das geschah genau während der Tage der ungesäuerten Brote. So lesen wir in der Apostelgeschichte. Nämlich Herodes, als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen, also einen Schauprozess zu machen und ihn dann hinzurichten. Es kam aber nicht dazu. Noch während dieser Tage des Festes, noch während der Zeit, wo er im Gefängnis war, sandte Gott einen Engel und völlig übernatürlich öffneten sich diese Gefängnistüren in ganz fantastischer Weise. Es ist ein Bild, was genau anknüpft an das, was im Alten Testament mit der Öffnung des Meeres beschrieben wird. Eine übernatürliche Tür, die nur Gott öffnen kann, wo wir Menschen einfach vor einer Wand stehen und nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist also ein Fest, was von diesen offenen Türen, von übernatürlichen Möglichkeiten spricht. Ich lade dich ein, dir dieses Buch zu bestellen. Ich bin sicher, du wirst dadurch gesegnet werden. Ich bin sicher, es wird dein Glaubensleben bereichern. Und ich bin sicher, du wirst erfahren, was die Hauptaussage dieses Festes ist. Nämlich, Gott hat mehr für dich.